L-Arginin, eine semi-essentielle Aminosäure im menschlichen Körper mit essentiellen Funktionen. Heute schauen wir uns an, wie du die Bioverfügbarkeit erhöhen kannst. Da brauchst du nämlich eine zweite Aminosäure. Und vor allem ist auch wichtig, wie baut der Körper dieses Arginin wieder ab. Sollte natürlich nicht verstärkt abgebaut werden. Du willst natürlich einen erhöhten Blutplasmaspiegel von Arginin haben. Alles das nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgeil. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt und da abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren. Hier bekommt ihr mit den richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, das heutige Thema ist wieder mal die Aminosäure L-Arginin. Eine interessante Studie habe ich noch dazu gefunden, unten verlinkt. Da geht es jetzt heute in diesem Video eher um die Erhöhung der Bioverfügbarkeit, dass du den L-Arginin-Stand jetzt besser in die Höhe bringst, denn schauen wir es uns kurz an. Was ist L-Arginin? L-Arginin ist eine semi-essentielle Aminosäure. Das heißt, sie ist wichtig für den menschlichen Körper, sie ist essentiell, aber einen Teil davon kann er selber herstellen. Das Wort L-Arginin leitet sich vom lateinischen Arguntum ab, also vom lateinischen Wort für Silber. So als Zusatzinformation. So, und jetzt schauen wir es uns kurz an. Sprich, wir haben eben jetzt zwei Möglichkeiten, um an diese Aminosäure zu kommen, wenn sie semi-essentiell ist, also erstens durch den exogenen Weg, das heißt über die Nahrung, über eiweißreiche Nahrung, die enthaltet dann verstärkt L-Arginin oder vielleicht durch ein Supplement, das heißt von außen zuführen. Zweitens natürlich dann die körpereigene Produktion, der endogene Weg, da geht es dann rein in das Recyceln von alten Proteinbestandteilen, also wäre zum Beispiel bei Fastenphasen und als Teil der Autophagie dann. Dann die zweite Möglichkeit, was der Körper hat, er kann natürlich jetzt über die Nieren, wo die Stoffe ja dann verstärkt ausgeleitet werden, kann es dann wiederverwerten, das L-Arginin, was über die Nieren läuft, wird dann wieder bei Bedarf herangezogen. Und bei der Stoffbildung in der Leber selber kann es dann auch noch wieder gewinnen. Wichtig, wie man hier in der Grafik sieht, ist natürlich jetzt der Abbau gerade von L-Arginin im Körper über die zwei Enzyme Arginase 1 und 2. Da wird das Arginin wieder abgebaut. Sollte natürlich nicht verstärkt abgebaut werden, wenn man einen höheren Blutplasmaspiegel von L-Arginin haben willst. Und deswegen schauen wir uns jetzt an, was vonnöten ist, dass dein Argininspiegel wieder nach oben geht, dass du diese positiven 10 Benefits dann, zähle ich nochmal auf, dann erhältst, dass das Supplement, wenn du es konsumierst oder wenn du es verstärkt in der Nahrung hast, dass das dann optimal bioverfügbar ist für dich. Dass du schön aufnimmst, dass du weniger davon abbaust natürlich und dass du die positiven Effekte dann ziehen kannst. Ist ja schon untersucht, wie gesagt, Studie verlinkt, einmal drüber schauen, wirklich sehr interessante Doppelblindstudie und die Erklärung jetzt an der Erklärtafel. So, und bevor wir uns jetzt die 10 Benefits anschauen, die du erwarten kannst vom L-Arginin, schauen wir uns als erstes jetzt einmal an, so wie es unten in der Studie dann näher beschrieben ist, für die von euch, die es genau wissen wollen, was kannst du jetzt tun, um die Bioverfügbarkeit von L-Arginin zu steigern? Denn das Problem beim L-Arginin, einer Aminosäure, ist, du verlierst schon einen Teil jetzt im Magen-Darm-Trakt und bei der Leberverstoffwechselung geht auch ein Teil dann davon verloren. Ein gewisses Enzym ist dafür dann verantwortlich, heißt ähnlich wie L-Arginin, das wäre dann die Argininase oder Arginase, das wäre dann die Arginase, das Enzym, das dann das L-Arginin dann aufspaltet und zwar in Harnsäure und in L-Ornithin. Das passiert schon im Darmbereich. Und natürlich dann auch in der Leber bei der Verstoffwechselung. Das heißt, ein Teil von diesem Arginin, das du dann zuführst, wird schon aufgespalten und steht dem Körper dann nicht mehr für seine positiven Eigenschaften zur Verfügung. In der Studie unten sind jetzt Männer im Alter zwischen 20 und 49 Jahren dann in eine Placebo-Gruppe, in eine Gruppe mit 1 Gramm Arginin und in eine Gruppe mit 2 Gramm Arginin eingeteilt worden, um zu sehen, wie hoch die Arginin-Konzentration dann ist. Der zusätzliche Stoff, der dann auch noch verabreicht worden ist, wäre das L-Citrullin. Das heißt, die optimale Argininerhöhung hatte jetzt diese Gruppe mit 2 Gramm Citrullin und 2 Gramm L-Arginin in Kombination. Das heißt, der L-Arginin-Stand erhöht sich bei dir am höchsten, wenn diese zwei im Ausgleich vorhanden sind. Die Stickstoffkonzentrationen waren in der Blutbahn noch nicht so hoch nachzuweisen. Das heißt, man könnte mit der Dosierung, wenn es gewisse Problematiken gibt, bei erektiler Dysfunktion zum Beispiel oder vielleicht auch bei Bluthochdruck, vielleicht noch etwas näher reingehen. Denn die Wirkweise, habe ich in anderen Videos schon erklärt, vom L-Arginin ist gerade dahingehend, dass jetzt, wenn das eine handelsübliche Blutbahn ist, wird verstärkt Stickstoffmonoxid gebildet, wenn man mit der L-Arginin-Gabe raufgeht.
Und Stickstoffmonoxid ist bei der Blutbahn, also besser gesagt bei einem Teil der Blutbahn, beim Endothel, bei einer Schicht in dieser Blutbahn, jetzt dafür verantwortlich, dass verstärkt Stickstoffmonoxid ausgeschieden wird. Und dieses Stickstoffmonoxid ist jetzt dafür verantwortlich, dass sich deine Gefäße wieder erweitern. Ist bei gewissen Symptomatik natürlich sehr von Vorteil. Das heißt, die 2-Gramm-Gabe mit 2 Gramm Citrullin ist jetzt einmal, dass das L-Arginin bei dir hochgeht und vielleicht noch verstärkter reingehen, dass jetzt verstärkt dieses Stickstoffmonoxid gebildet wird. Und dann können wir in der Mitte dann mit diesen verstärkten positiven Effekten vom L-Arginin rechnen. 10 an der Zahl. Das erste, wie gesagt, schon erwähnt, eine Entspannung, also eine Erweiterung. Wenn man die Blutbahn so hat, dann wird es dann weiter der Arterien. Das heißt, es kann wieder mehr Blut fließen, die Arterie erweitert sich. Der Blutdruck geht natürlich dann, je größer die Röhre ist, desto weniger ist Druck auf der Leitung, könnte man sich vorstellen. Wo es noch wichtig mit hineinspielt, das wäre zum Beispiel bei einer Senkung der freien Radikale, wäre ein wichtiger Faktor dann, dass ausreichend L-Arginin vorhanden ist. Dann auch wichtig bei der LDL-Cholesterinoxidation, dass wir eben genau dieses LDL-Cholesterin, was wir nicht in der Blutbahn haben wollen, das heißt, dieses kleine LDL-Cholesterin, das oxidiert, führt dann in weiterer Folge zu Kettenreaktionen, zu Beschädigungen innerhalb der Blutbahn dann. Dann, wichtig auch noch, wenn es natürlich um die Blutbahn geht, um das Blut selber, da hat es auch einen sehr positiven Einfluss als Punkt 4 als natürlichen Blutverdünner. Das heißt, das Blut wird wieder fließfähiger, die Arterie erweitert sich. Das hat natürlich jetzt gerade bei einer erektilen Dysfunktion äußerst positiven Einfluss und kann dort vielleicht sogar schon kurzfristig einmal etwas Abhilfe schaffen. Wichtig ist L-Arginin dann auch noch fürs Immunsystem bei gewissen Stationen. Dann, wenn es natürlich sehr gut auf die Arterien wirkt und zu einer Gefäßerweiterung führt, hat es zum Beispiel auch bei der Sauerstoffzufuhr, dass du frei atmen kannst, schon sehr gute Effekte, gerade auch bei der Durchblutung der Lunge natürlich. Wenn es um Blutfluss geht, das ist natürlich ein Blutverdünner und die Arterien entspannen sich wieder, ist natürlich auch der Blutfluss im Gehirn weitaus besser mit seinen positiven Effekten. Und bei gewissen Symptomatiken ist es äußerst hilfreich, es entspannt nämlich die Schließmuskulatur. Das wäre eben bei so Symptomatiken wie zum Beispiel Hämorrhoiden jetzt natürlich ein angenehmer Effekt. Dann wichtig auch noch zu wissen, es steigert dein Wachstumshormon, äußerst wichtig, und es hat noch eine sehr gute Zusatzfunktion, es steigert nämlich das Kreatin im menschlichen Körper. Viele Sportler greifen ja gerade für die kurzfristige Energiezufuhr, für die Muskulatur, bevor das ATP dann sozusagen reingeht und dir die Energie für den Muskel gibt, brauchst du vorher für den Boost das Kreatin. Und wichtig zu wissen, nämlich L-Arginin ist ein Bestandteil davon. Das wäre Arginin und Glycin. Das heißt, wenn diese 2 Aminosäuren, Glycin ist sehr häufig in der Ernährung vorhanden, dann solltest du, denke ich, ausreichend haben, mit verstärkt L-Arginin jetzt oder Arginin als Supplement oder in der Ernährung, kommt es natürlich auch zur besseren körpereigenen Kreatinbildung. Wie gesagt, der Punkt gerade für Sportler interessant, dass du kurzfristig für die Muskulatur jetzt Energie bereitstellen kannst. Eigenes Video dann noch dazu, man soll es nicht übertreiben beim L-Arginin, denn natürlich jetzt, wenn du es in zu hoher Dosis nimmst, kommt es zu gewissen Problematiken. Und gerade wenn du jetzt stolzer Besitzer von Herpesviren bist, wie ich zum Beispiel, gerade bei Herpes simplex oder bei Herpes zoster jetzt zum Beispiel, dann werden diese Viren wieder verstärkt aktiviert, wenn du mit der Dosis von L-Arginin zu hoch gehst. Das wäre jetzt dann sozusagen dein Thermostat, wenn du jetzt Herpes hast und es kommt zu Fieberbläschen, dann solltest du natürlich schleunigst mit L-Arginin runtergehen. Wenn es jetzt mit der Dosis viel zu hoch reingeht, also im Grammbereich jetzt echt verstärkt schon, dann kommt es gerade beim Abbau vom L-Arginin jetzt beim enzymatischen und bei zu viel Stickstoffmonoxid zur Bildung von Superoxid. Das wollen wir nicht haben, das ist das körpereigene, nicht super Antioxidant, wie es Glutathion wäre zum Beispiel, das wäre jetzt genau das Gegenteil, das wäre das nicht so superfreie Radikal. Das sollten wir natürlich nicht verstärkt bilden, da kommt es nämlich dann überproportional zu Gewebsbeschädigungen, zu Zellbeschädigungen, generell einfach zu viel oxidativer Stress, nitrosativer Stress dann an der Stelle. Das heißt, um jetzt nochmal auf die Studie einzugehen, also wenn du jetzt verstärkt L-Arginin einnehmen willst, immer mit einer gleichzeitigen Gabe von L-Citrullin einnehmen, in
zu gleichen Teilen. Die Basis, dass du es erhöhen kannst, wären jetzt 2 Gramm einmal am Tag. Natürlich bei gewissen Symptomatiken dann mit der Dosis raufgehen und bei gewissen Symptomatiken, wenn es dann zu Symptomen kommt, dann wieder runtergehen. Bist du in einem Bereich drinnen, wahrscheinlich von, schätze mal tief, um die 3 Gramm Arginin mit Citrullin. Könntest du verdoppeln am Tag, wenn es da keine Problematiken geht, dann mit der Dosis wieder runter. So, L-Arginin ist also eine tolle Sache, kann bei gewissen Symptomatiken schon kurzfristig natürlich Abhilfe schaffen. Das sind jetzt gerade einmal die 10 Kernbenefits, die du hast, wenn du jetzt verstärkt auf L-Arginin zurückgreifst. Zusätzliche Effekte könnte man sich natürlich auch noch vorstellen, gerade wenn es vielleicht noch um Kopfschmerzen geht oder gewisse Zusatzeffekte aufgrund von schlechter Durchblutung oder von Bluthochdruck. Da verzweigen sich ja die Symptomatiken auch wieder. Das heißt, wenn es ums Gefäßsystem geht, wenn du eine verstärkte Arterienerweiterung brauchst, einen besseren Blutfluss, da könntest du natürlich jetzt einmal L-Arginin verstärkt ins Auge fassen, dass du das einmal in Anspruch nimmst. Und interessant an der Stelle auch noch ein zweites Präparat, oder besser gesagt ein natürliches Lebensmittel, das wären die roten Rüben, und die können jetzt auch dafür sorgen, dass du zum Beispiel verstärkt Stickstoffmonoxid bildest. Die enthalten nämlich die dementsprechenden Nitrate, die dazu vonnöten sind, und die hätten an der Stelle auch noch einen sehr guten Teil Bor zu bieten. Das heißt, vielleicht in Kombination, gerade wenn es zu gewissen Symptomatiken kommt, wie Bluthochdruck, da wäre vielleicht sogar noch rote Rüben oder rote Beete, wie es in Deutschland heißt, anzuraten. Gibt es ja auch als Pulver, als natürliches, in Bioqualität. Mit denen könnte man zusätzlich auch noch reingehen. So, also eine sehr wichtige semi-essentielle Aminosäure, dieses L-Arginin mit essentiellen Funktionen, könnte man so schön sagen, und vor allem bei gewissen Problematiken äußerst hilfreich, auch kurzfristig schon. Zur Überdosierung, eigenes Video oben dann rein. Was passiert, wenn du es jetzt übertreibst mit dem L-Arginin? Du hast jetzt natürlich eine körpereigene Produktion, du hast einen gewissen L-Arginin-Stand in der Nahrung, und wenn du es jetzt noch supplementierst, dann könnte es sein natürlich, dass du es zu viel hast, dass die Gesamtdosis aus allen 3 Komponenten einfach zu hoch für dich ist, und in diesem Video dann näher erklärt, was dann konkret passieren könnte. Die Medaille hat eben immer 2 Seiten, die Dosis macht das Gift, sollte man eben immer im Augenwinkel behalten. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Zu Fragen, wie gesagt, Kanalmotto, es gibt keine blöden Fragen, nur meine dummen Antworten, also unbedingt in die Kommentare knallen. Bitte teilt das Video, und am Schluss wieder das Allerwichtigste, bleib oder werde gesund.